Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück und moin moin, ich bin's wieder, eure Simmeltag. Und ja, es ist wieder Zeit zu planen und zwar die Woche, die jetzt ansteht. Ihr seht sie immer eine Woche später, anders ist das für mich nicht möglich und von daher schauen wir mal. Aber als allererstes zeige ich euch, was ich alles so Neues im Planer-Universum habe. Und zwar schiebe ich da einfach mal meinen Haufen rüber. Tada. Ihr seht, es ist was Neues bei mir eingezogen. Ein neuer Friction Pen. Ich schiebe das wieder zur Seite und hole das nach und nach zu mir. Ein neuer Friction Pen ist bei mir eingezogen und zwar in der Farbe Braun. Ich liebe diese Pens und jetzt habe ich einen mehr. Genauso sind einmal rote Minen eingezogen, denn der rote ist bei mir fast leer. Und ja, immer wenn ich einmal neue Minen habe, dann sind die nächsten leer. Das sind die, die ich bereits als Minen besitze. Ihr seht, blau und schwarz werden häufiger gebraucht. Ja, hier sind immer meine Minen drin. Genau, dann habe ich mir nochmal Discs bestellt. Ja, die waren nicht ganz so teuer, von Craftelier, irgendwann mit 3 Euro. Da konnte ich nicht dran vorbei. In Goldglitter dieses Mal. Genau. Und dann habe ich gesehen, das war gar nicht so teuer auf Amazon. Dann konnte ich da, ich wollte auch mal so ein Happy Planner Sticker Ding besitzen. Und deswegen gucken wir uns das jetzt mal zusammen an. Ja, ich finde es so toll. Ich bin richtig verliebt. Voll schön. Movie Night. Oh, da kann ich auf jeden Fall Dinge von verwenden. Und ich liebe ja so Quotes, ne? Also Zitate. Ja, also mir gefällt es richtig, richtig gut. Ich wünschte, ich hätte alle Stickerbücher davon. Ich liebe Sticker. Es gibt kaum was Schöneres als Sticker, deswegen ist wahrscheinlich Planen auch so toll für mich. Ja. Da kann ich auf jeden Fall sehr von benutzen. Sehr von benutzen, genau, sehr viel von benutzen. Oh, das sind so, oh, schön, schön. Die sind, denke ich mal, da ist der Hintergrund durchsichtig. Sehr, sehr, sehr cool. Oh, guck mal, das hätte ich für meine Mama gebrauchen können. Ja, ja. Das ist auch gut. Never soon. Soon to be done. Das ist immer so, in der Informatik ist das so, wann wird das Feature fertig? Soon. Völlig normal. Bright Ideas, kommt nicht so oft vor, glaube ich. Meine Ideen gehen immer vom Millionsten ins Tausend. Nee, vom Hundertsten ins Tausendste. Ach, egal. Ja, Washi ist immer gut. No, ich habe nie Nail Appointment, ich mache die immer selber und demnächst seht ihr mich sehr häufig ohne, denn in meinem Job ist nicht so viel Nagellack. Mal gucken, wie ich das gebacken kriege. Vielleicht mache ich mir auch jeden Tag die Mühe, es drauf zu machen und wieder runter zu machen. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Die sind auch schön. Das gefällt mir auch. Mir gefällt da wirklich alles von. Auch das hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich brauche mal welche mit 7. Dann, dafür ist das dann eher, wenn ich da wirklich was im Planer brauche. Für meine To-Do-Liste brauche ich immer 7. Für 7 Tage. Ja, also mir gefällt das mega. Das ist so wie so ein Starter-Kit. Da ist so alles ein bisschen drin. Steht auch Start, Baby. Ja. Mir gefällt's. Mir gefällt's. Muss ich haben. Ja, das ist jetzt mein erstes Happy Planner Stickerbuch. Und dann habe ich mir natürlich noch Sticker wieder auf Etsy besorgt, die ich selber ausgedruckt und gecuttet habe. Und zwar das Kit, was wir diese Woche verwenden. Waldfee von Tralala Stickers. Ist auch alles wieder unten verlinkt. Also zumindest die Shops sind unten verlinkt. Genau. Dann fürs Fenster sauber machen, weil bei dem Wetter wird das nichts. Es regnet und regnet und regnet. Doodlebow Clean Window von Thank This Digital Store. Dann, ja, ich lese im Moment eigentlich fast gar nicht. Ich höre unglaublich viel, eigentlich ein Hörbuch die Woche. Und deswegen,
Ja, war das so der Plan, wenn ich ein Hörbuch durchgehört habe, mir so einen Sticker dahin zu kleben und deswegen Doodlebooks von Thankless Digital Store. Dann, ja, weiß ich nicht, was mich da überkommen hat, aber irgendwie wollte ich das haben. Doodle Phone Bill, also für die Rechnung meines Telefons, Thankless Digital Store. Dann, wenn ich ein Ziel erreicht habe, überwiegend im finanziellen Bereich, weil ich auch so ein bisschen Sparspiele spiele jetzt und ja, da passt das dann auch ganz gut. Thankless Digital Store. Dann ist so einmal die Woche für mich so Maskenzeit, Me-Time, Emily Me-Time von Plants So Cute habe ich mir besorgt, fand ich ganz cool. Dann fängt für mich jetzt eigentlich bei dem Wetter, was wir letzte Woche und auch diese Woche haben, die absolut beste Zeit an, die Tea-Time. Ich bin totaler Tee-Freund. Ich liebe Herbst- und Winterwetter und ich freue mich gerade darauf und finde das Wetter eigentlich toll, was draußen ist. Von daher Doodle-Tea-Time von Thankless Digital Store. Ja, wie ich das verwende, weiß ich noch nicht. Vielleicht muss ich mir die auch ein bisschen kleiner machen. Die sind mir fast ein bisschen zu groß. Und dasselbe nochmal mit Kaffee von Didi Coffee von Plant So Cute. Ja, und ich liebe auch kalten Kaffee, von daher passt das alles ganz gut. Ja, das sind die neuen Sticker, die ich mir besorgt habe, die dann noch in meinen Planer mit eingeheftet werden müssen. Wie ich das noch umgestalte, weiß ich nicht, ob ich wirklich nur die Hälfte nehme. Aber dann brauche ich auch hier kleinere Dinger, die muss ich mir dann noch besorgen. Aber das kommt da dann mit rein. Und wir starten jetzt einfach einmal mit dem Spread für die kommende Woche. Ich habe mir die hier schon rausgelegt. Ihr seht, der ist immer noch relativ jungfräulich, der Planer. So, aber wir nehmen die Rückseite. Oh, habe ich mir... Ich habe mir noch Zahlen ausgedruckt. Ja, habe ich. Jetzt muss ich gerade überlegen, von wem die sind. Da muss ich einmal nachgucken. Auch vom Thankless Digital Store. Weil in dem Kit sind keine Zahlen mit drin und ich brauche welche. Ja. So, dann schnappen wir uns einmal das hier. Und gucken mal, wie wir anfangen. Du kannst auch weg. Wie fangen wir an? Wir fangen, glaube ich, hiermit an. Genau. Ich bin verwirrt. Kann man da jetzt noch irgendwie was neben machen? Ist da noch was für? Nicht wirklich, ne? Da hätte ich das auch mittig machen können. Mensch, egal, jetzt ist es da. Ich lerne auch nie dazu. Nie. Schlimm ist das mit mir. Aber ich habe gesehen, ich habe jetzt wieder ein paar Planer-Videos geguckt, dass alle schief kleben. Einfach alle kleben schief. Also klebe ich auch schief. Ist ja auch eigentlich nur für mich, ne? Ich kann ja auch schief kleben, wenn ich will. So, das kommt unten drunter. Was mache ich dann mit dem hier? Nichts Genaues weiß man nicht, ne? Könnte ich auch da unten hin machen. Habe ich denn hier ein längliches? Ich glaube fast nicht dieses Mal, ne? Sieht nicht danach aus. Ja, wie mache ich das dann dieses Mal? Da muss ich gerade ein bisschen drüber nachdenken. Dann brauche ich... Ich brauche verschiedene Dinge. Ich brauche meine Arbeitszeit. Weil ich die noch nicht hier mit drin haben will, dann wird es mir, glaube ich, zu voll. Von daher nehmen wir uns mal hier so ein... Was nehmen wir uns denn da noch? Nehmen wir uns hier so. Nehmen wir uns den da. Machen den hier hin. Machen da einen Worksticker mit rein.
Genau. Und da kommt dann das da drunter. Genau. Will ich das dann noch so an der Seite haben? Ich glaube ja. Möchte ich so haben, dann kommst du auf jeden Fall hier unten hin. Ja, alle, je nachdem wo man kauft, sind die Sticker natürlich immer ein bisschen unterschiedlich und nie 100% gleich. Von daher muss ich dann immer so ein bisschen gucken, was ich wie verwende. Das macht es ja aber auch immer ein bisschen spannender und ist nicht immer gleich dann. Das ist ja auch ganz gut, finde ich zumindest. So, da kommen meine Arbeitszeiten dann rein. Dann brauche ich noch ein Mal. Dann nehmen wir dann das Blaue. Das will ich da auch direkt dran haben. Für die Videos. Dann nehme ich einfach This Week. Und pack da gleich einen YouTube-Sticker neben. So, da weiß man auch, was gemeint ist. Wir machen hier oben noch was Schönes hin. Ja, YouTube-Videos habe ich 6. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Das ist natürlich ja doof. Doof. Ich brauche 6. Da kann man aber dann eigentlich auch schon fast wieder das hier nehmen und das ist dann frei. Machen wir das doch einfach mal. Genau. Dann habe ich noch ein paar To-Dos. Wie viel habe ich denn? Basteln, Crafting. Color. Habe ich noch irgendwas? Habe ich gerade zerrissen, ne? Ob ich das jetzt hier so nochmal gebocken kriege, so dann die andere Frage. Habe ich gerade mir zerstört. Naja, nee, das kriege ich eben hin. Also 3. 3, 3, 3. Dann nehmen wir wieder den hier. Hey, nicht hängen bleiben. Habe ich hier irgendwo To Do? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier, oh, hier sind auch viele schöne. Aber eigentlich sind es quasi die Little Things. Die sind, wir nennen es trotzdem To Do. Wir nennen es trotzdem To-Do. To-Do. Und da schnappen wir uns diese hier. Schief geht die Welt zugrunde. Oh Mann.
Eins. Zwei, einmal schief, egal. Und geht nun wirklich nicht mehr. Fürchterlich. Fürchterlich. Drei. Jetzt fehlt da ja eigentlich noch Medikamente, ne? Die sind da ja auch noch nicht bei. Die machen wir da, glaube ich, einfach irgendwie hin. Im Pastell habe ich sie leider nicht. Also werden sie einfach mal jetzt blau. So. Wobei, hat jemand meine Pinzette gesehen? Hallo? Bisschen höher. Obwohl, ja, das muss übers Bambi, es geht nicht anders, sonst gefällt mir das nicht. So! Yay! Das hätten wir schon mal. Sehr cool. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Jetzt würde hier unten noch Hydration hinkommen und hier oben noch die Zahlen. Weil eigentlich brauche ich das fast gar nicht. Will ich da noch irgendwas geändert haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier war nicht so was dabei. Genau. Ja, doch die, aber die passen da gefühlt nicht so ganz hin. Hier kommt noch der Rest davon hin. So. Wo haben wir die Hydration da? Die will da nicht runter. Okay, die machen wir mittig. Machen wir hier eben mit weiter. Und zwar brauchen wir dieses wunderhübsche Ding. Das nehmen wir auch wieder in die Mitte. Ungefähr die Mitte. Nicht ganz. Egal. Und machen die Hydration auch direkt unten drunter. So, das hätten wir schon mal. Sehr gut. Jetzt könnte ich hier oben die hinmachen. Um da so eine Kante drin zu haben. Ich glaube, das mache ich mal. Ich gucke mir die erstmal an. Man sieht es ja hier gerade nicht. Oh ja, die sind schön klein. Dann kann man das wirklich super machen.
Ja, und natürlich passen sie nicht ganz, weil sie gefühlt ein bisschen zu klein sind, aber ich kann sie ja eigentlich komplett einfach aneinander machen, ne? Einfach komplett aneinander. Hallo. Und dann hätten wir ja auch noch das lange hier. Von gerade eben. Ja. So lassen wir das. Sehr schön. Dann kommen da jetzt wieder die YouTube-Videos rein. Eben gucken, wie ich das gemacht habe. Da habe ich mir immer solche hier geschnappt. Habe ich auch welche ohne Symbole? Wahrscheinlich nicht so wirklich, ne? Also nur hier die großen. Nee, dann schnappe ich mir hier einfach die mit dem Fernsehsymbol und klebe da sowieso was drüber. Habe ich überhaupt die gehabt? Nee, es waren die großen. Oh, ich bin ein Dullikopf. Ein kleiner Dullikopf. Schnappen uns die mittelgroßen dafür dieses Mal. Montags. Die muss ich gleich sogar noch drehen. Wir nehmen direkt unser Braun. Ist der Hall. Dienstags. Ist die Planning-Seite. Oder ist irgendwas im Planning-Bereich? Dieses Mal ist es aber eine Seite. Mittwoch. Sind Annes Stempel. Donnerstag ist frei. Freitag. Ist die Bastelstunde. So, hier wird es jetzt eckig werden, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Nö, machen wir jetzt eckig, weil die ganz großen will ich dafür nicht nehmen. Oh no, da habe ich. Du musst dann noch mal weg. Da habe ich noch nichts drunter. Nehme ich da auch die? Nee, ich glaube, hier nehme ich dann die dunkelblauen dafür.
Und der letzte, den zerstückeln wir auch wieder. So. Jetzt kann das dahin. Perfekt. Dann haben wir den eckigen für Samstag. Ach ja, nicht ganz dran. Die sind ein bisschen zu klein. Ich weiß aber halt nicht, ob es an der Cricut liegt. Da ist Craft with me. Und dann der Sonntag. Plan with me. Genau. Wunderbest. Da hätten wir das auch schon mal. So. Können wir uns mal hier diesen kleinen Trinkflaschen-Sticker schnappen und dahin kleben. Sport wird, glaube ich, diese Woche etwas schwierig mit der neuen Arbeit. Werde ich die Zeit da, glaube ich, erstmal nicht zu finden und mal gucken, wie es mir geht am Ende. Wir gehen heute schwimmen, da kann ich auf jeden Fall das Symbol nehmen. Ansonsten, was steht heute? Ich kann schon mal sagen, dass ich gerade eine Maschine Wäsche laufen habe. Und ich muss ja noch die hier hinkleben, ne? Das hier ist auf jeden Fall der erste. Der zweite. Hallo. Der dritte. Der vierte. Der fünfte. Hey. Und der sechste. Genau. So, für Laundry haben wir immer die genommen, die nach unten gehen. Ich habe aber diesmal auch keine, die nach rechts oder links gehen. Aber eine Maschine Wäsche läuft auf jeden Fall schon. Habe ich ein Wäschesymbol? Nö. Okay. Jetzt muss ich Laundry wiederfinden, ne? Läuft schon. Probably auch eine zweite, aber das weiß ich noch nicht genau. Und dann geht's in die Records rein. Und das ist gar nicht mal so wenig heute. Das sind Minimum 5 Videos, die ich heute aufnehme. Dann habe ich die Woche relativ safe, aber auch nur relativ. Da schnappen wir uns jetzt für. Da nehmen wir diese Videosymbole. Wo habe ich denn das andere hingetan, was ich da schon rausgeholt habe? Fucicato? Fucicato. Hängt wahrscheinlich irgendwo dran. So, und zwar, das hier zählt gerade nicht, weil es ist noch nicht ganz fertig, aber hier hätten wir
den Haul, den ich gleich drehe. Das hier wird nämlich erst immer in der letzten Sekunde fertig. So, der Haul für heute wird gleich noch gedreht. Und dann werden gleich 3 Bastelvideos gedreht, weil ich so viel vorproduziert habe an Bastelmaterial, dass wir da gleich 3 Videos draus machen. Und dann habe ich hoffentlich in den ersten Wochen meines Jobs keinen Struggle. Basteln. Ich stamme hier einfach ein von den Foodstickern, um die Farbe noch mal zu haben. Und basteln. Beim Rest weiß ich es noch nicht genau. Von daher muss das jetzt erstmal so passen. Und ich schaue mal, ob ich überhaupt noch mehr mache. Planning mache ich ja gerade, aber das, wie gesagt, zählt eher auf den Sonntag. Ja, mal schauen, was da sonst heute noch passiert. Auf jeden Fall wahrscheinlich nachher schwimmen gehen. Aber da das nicht 100% ist, ja. Gucken wir mal. Die trage ich immer ein, wenn ich sie hinter mir habe, weil ich nicht weiß, ob ich Überstunden machen muss am Anfang. Der Haul. Planning. Anne. Frei. Basteln, Craft und Plan. So. Basteln, Crafting, Happy, Color. So, aber zumindest das hier hat am Wochenende Urlaub. Jo, so sieht es erstmal aus. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht die nächsten Tage. Ich würde sagen, wir sehen uns später. So, Freunde, wir machen weiter. Ich brauche meine Seite hier oben, was ich alles so veranstaltet habe. Der Montag, ne? Da hatten wir angefangen. Ich wusste schon, ich musste ganz viele Videos drehen. Habe ich auch alles geschafft. Yay. Richtig cool. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Dezent. Ihr seht, ich hänge mit dem Trinken schon wieder hinterher. Auch heute. Wir sind mittlerweile hier angekommen. Ich hänge hinterher. Oh Mann. Irgendwie schaffe ich es auf der Arbeit noch nicht so richtig, was zu trinken. Aber so ist es manchmal, wenn man einen neuen Job hat, ne? Wir fangen einfach mal mit dem Wetter an, würde ich sagen. Das macht es, glaube ich, am einfachsten. Da haben wir das Wetter und zwar Montag, starker Regen. Er hat geschüttet, sag ich euch. Geschüttet. So. Geschüttet hat's. Am Dienstag war es bewölkt. Am Mittwoch war es auch bewölkt. Und heute regnet es. Es schüttet nicht, aber es regnet. Genau. So. Was habe ich denn Montag noch alles so veranstaltet? Montag war auf jeden Fall Pizza-Time. Wir waren schwimmen. Ich habe unbelievable viel Wäsche gewaschen, aber das reicht einfach mit Laundry. Da weiß ich, was ich gemacht habe. Bofrost war da.
Packe ich das da rein? Ich glaube ja. Ansonsten, nee, habe ich mehr auch. Ich habe so viel mehr war das noch gar nicht. Die Videos haben gereicht. Es war wirklich extrem voll. Dafür brauchen wir hier einmal irgendwie so ein Ding. Was nehmen wir uns da? Was nehmen wir uns? Wir schnappen uns einfach das hier. Montag war wirklich super duper, durch das, also krass voll durch das Basteln. Ja, da haben wir keinen Sticker, dann schnappen wir uns wirklich den hier. Er hat die Räder irgendwie verloren, ich weiß auch nicht. Die malen wir ihm einfach hin, oder? Bofrost, in der Sekunde, wo ich meine Pizza vor mir liegen hatte. Ich sag's euch, ich brauche Pizzasticker. Aufschreiben. Pizzasticker hier. Da ist das Ding dafür. Dich brauche ich nicht mehr. Oder bräuchte ich noch? Ja, für Sims brauche ich dich noch. Dann kannst du da oben wieder hin. Ich glaube, ich habe auch schon welche irgendwo, aber noch nicht gedruckt. Pizzasticker. Genau. Also Pizza gegessen. Dann, was habe ich noch gemacht? Ein bisschen gezockt. Bettwäsche. Die Sheets wurden gewechselt. Dafür habe ich doch auch schon was. Ansonsten habe ich diese Woche tatsächlich auch nicht viel Videos gedreht oder so. Außer jetzt halt am Montag, ne? Da war halt wirklich voll. Aber wenn man einen neuen Job hat, dann schafft man erstmal nicht so viel. Weil man fährt ja auch früher hin und all so Kram. Ne? Das ist so. Die Woche ist erstmal irgendwie, ja, Essig, sag ich mal. Da haben wir Changing Sheets. Da brauchen wir aber auch noch irgendwie was Kleines für. Wo sind denn die anderen Seiten hiervon? Habe ich die irgendwo? Wo habe ich die? Hier sind die mit bei. So. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich das gerade mache. Ich glaube, ich schnapp mir noch mal hier so ein Schleifchen. Und da dann Changing Sheets. Und am Ende machen wir noch mal Schwimmen und auch kurz was einkaufen. Aber das war wirklich wenig. Hier waren wir schwimmen. In Holland. Center Park. Und war noch mal kurz was einkaufen. Hat so ein bisschen überfordert mit den ganzen Sachen hier, ne? I don't know. Da kommt jetzt einfach ein Fuchsi hin. Ein Fuchsi. Und mit dem war ich einkaufen. Ist klar. So, Dienstag war mein erster Arbeitstag. Und irgendwie hat man dann auch nichts geschafft. Ne? Das ist, ich weiß auch nicht, grausam. Also ich habe ein bisschen was gekocht und gegessen. Ein bisschen Diamond Painting gemacht. Wir waren nochmal einkaufen. Das ist so eine Einkaufswoche gefühlt.
Und ich habe ganz viel Wäsche zusammengelegt. Und gebügelt habe ich. Seht ihr? Ich habe gebügelt. Ich habe gebügelt. Dann habe ich mich versucht abzulenken. Weil man ja doch nervös ist. Aus unerklärlichen Gründen. Gebügelt habe ich. Ja, wir waren nach der Arbeit noch mal kurz einkaufen. Diamond Painting habe ich noch gemacht, wie gesagt. Aber ansonsten habe ich abends noch gepainted? Wahrscheinlich, ne? Oder nee, abends haben wir WoW gespielt. Also habe ich. Oh nee, aber beim Diamond Painting habe ich immer keine Lust, das auszuschneiden, Freunde. Bin ich doch. Mein Upload heute, er funktioniert so gar nicht. So gar nicht, gar nicht, gar nicht. Handy diese Tage. Ich dachte mir, ich schneide heute mal heute Vormittag ein paar Videos. Heute Nachmittag muss ich wieder arbeiten. Ich schneide ein paar Videos, damit ich das fertig habe, nicht am Wochenende machen muss. Nehme noch mal ein, zwei Sachen auf, weil ich gerade so ein bisschen die Ruhe dafür habe. Aber der Upload, der will so gar nicht, gar nicht. Und genau das hasse ich, ne? Ich krieg zu viel. Aber hier ist eine Lücke. Ja. So, ich habe hier zur Entspannung auf jeden Fall gepainted, um mich abzulenken. Und dann können wir mal hier so einen großen da rein machen. Schnappen uns mal das hier. Weil da war ich arbeiten. Das geblockt sozusagen. Ja, hätte ich auch drauf kommen können, dass die ja zu klein sind. Mensch, aber man kann das ja trotzdem irgendwie verschönern. So Schleifchen vielleicht. Dann sieht das gar nicht so uncool aus, oder? Und abends waren wir noch mal kurz was einkaufen und haben dann WoW gespielt. Ich sag ja, die Woche des Einkaufens irgendwie. Da schnappen wir uns jetzt ein Teekessel raus. Und waren mit dem einkaufen. Und danach WoW-Zeit. Genau. So, da habe ich vormittags gearbeitet. Da schnappen wir uns hier also auch einen schönen Sticker. Schnappen uns diese Fee hier. Ohne Witz, dieses Papier werde ich nicht wieder kaufen. Es geht mir so hart auf die Nerven. Da war ich vormittags arbeiten. Nee, wir wollen es ja nicht ganz in der Mitte haben. Ja, gut, egal. Schnappen wir uns auch da wieder ein Schleifchen. Oder auch nicht. Oh, dieses Papier. So. Habe dann, was habe ich nachmittags gemacht? Irgendwann meinen Freund abgeholt. Ansonsten habe ich ganz viel gestaubsaugt. Habe ich abgewaschen.
Und abgewaschen. Seht ihr? Ich habe abgewaschen und gestaubsaugt. Habe ich Wäsche gemacht? Habe ich nicht. War gestern, sollte ich mich dran erinnern, ne? Abwasch. Und ganz viel Staubsaugen. Und ganz viele Sparspiele ausdrucken. So. Ansonsten war gestern wieder Pizza Time. Ich weiß auch nicht, irgendwie im Moment. Und WoW und Diamond Painting. Aber Diamond Painting habe ich nicht so viel gemacht. WoW auf jeden Fall, wie immer. Ja, komm, den Diamond Painting müssen wir machen, ne? Den müssen wir tun. Auch wenn ich ihn hasse. Muss mir irgendwann mal selbst einen erstellen. Der kriegt dann einfach einen Rand. Der hat natürlich jetzt nichts zum Abziehen. Oh, das wird spaßig. Spaßig, spaßig. So, dann mache ich aber noch irgendwas Schönes mit hin. Hier so ein Blümchen dazwischen und da drüber Diamond Painting. So, heute Vormittag habe ich meinen Freund zur Arbeit gefahren. Heute Nachmittag muss ich wieder arbeiten. Aber was mache ich heute Vormittag noch? Ich mache gerade Wäsche. Das ist schon mal. Diese Woche ist irgendwie unglaublich viel Wäsche. Ich weiß auch nicht. Die läuft wie immer nebenbei. Immer wenn ich Videos drehe, läuft gefühlt Wäsche. Dann werde ich vermutlich gleich einmal kurz abwaschen. Haben wir noch solche Dinger? Wird weniger, ne? Wird weniger. Abwaschen. Dann werde ich wahrscheinlich gleich noch ein Video drehen. Aber da ich mir da noch nicht ganz sicher bin, wie der Rest des Tages verläuft, werde ich, glaube ich, das dann erstmal dabei besein lassen. Hier ist auf jeden Fall wieder Arbeit. Heute Abend ist wahrscheinlich Family Time und kein WoW. Ja, aber dabei belassen wir es erstmal und dann machen wir morgen weiter. Bis morgen. So, Freunde der Sonne, wir machen weiter. Ne? Ich bin mittlerweile hier am Samstag angekommen und wir müssen uns noch den Donnerstag nachtragen. Am Donnerstag war ich auf jeden Fall nachmittags arbeiten, habe vormittags abgewaschen und Wäsche gemacht. Es hat geregnet, genau, das haben wir auch schon eingetragen. Und dann, oh ja, ich habe noch das Video hier zum Teil vorgedreht.
und Videos geschnitten auf jeden Fall. Also brauchen wir unser Arbeitstier. Wo haben wir unser Arbeitstier? Ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen Abhilfe geschaffen, dass das hier, also das werde ich wahrscheinlich nächstes Mal etwas mehr ordnen. Dieses hier, dieses Pamphlet, weil mir die hier einfach zu groß sind. Das funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte. Von daher habe ich da eventuell schon eine Idee. Aber wir haben hier ganz viele Videos geschnitten. Gibt es eigentlich irgendwie Physiotherapie-Sticker oder so? Das wäre schon cool, ne? Wenn man so Physiotherapie-Sticker, da könnte ich mal aufschreiben. Meine Stifte stehen hier auch noch gar nicht. Da. Come to me. Physiotherapie. Ich habe da schon mal nachgeguckt, glaube ich, aber ich habe keine gefunden. Vielleicht finde ich ja jetzt welche. Man weiß nicht. Übrigens das hier, ja. Mal gucken, ob das besser funktioniert, ne? So ein kleiner Ersatz. Mal sehen. So, da war ich arbeiten. Danach hat mein Freund mich auf der Arbeit abgeholt, quasi, beziehungsweise ich hatte das Auto, er stand vor der Arbeit. Wir sind essen gegangen mit der Familie. Mit der Familie sind wir essen gegangen. Weiß ich, dass die Nichte von meinem Freund gewünscht hat. Sind wir essen gegangen. Da schnappen wir uns einfach mal das hier. Ja, ein bisschen davon ab. Es kann aber auch ran, ist eigentlich egal. Ich habe keine Ahnung, ob das so geschrieben wird, wahrscheinlich nicht. Und waren da essen und waren danach noch kurz bei seiner Schwester, aber haben nicht mehr viel gemacht. Von daher war dann der Abend beendet und wir sind dead ins Bett gefallen. Am nächsten Morgen war ohnehin Frühschicht für mich angesagt. So, ihr seht, ne, ich komme mit dem Trinken auch schon wieder nicht mehr hinterher. Schimpft ruhig mit mir. Ich bin da wirklich aktuell, hier habe ich es auch gar nicht eingetragen, weiß ich schon gar nicht mehr. Also mindestens eine große Apfelschorle beim Essen. Auf dem Weg dahin auf jeden Fall einen halben Liter Wasser und auf der Arbeit auch nochmal einen halben Liter. Oh, gar nicht so schlecht. So, gestern war echt schlecht. Ich glaube, das war so. Und heute bin ich bei dem und dem und dem und dem und dem. Ja, gut ist das nicht, ne? Gut ist das nicht. So, das ist auf jeden Fall auch schon. Arbeit ist überall eingetragen. Freitag war ich vormittags arbeiten. Wir schnappen uns hier wieder so ein wunderschönes Teil. Wir schnappen uns die Fee. Und kleben die hier. Am Vormittag hin, danach, das Wetter war auf jeden Fall bewölkt, aber das machen wir gleich. Danach waren wir bei Action beim Baumarkt für einen Hamster was einkaufen. Also es gab quasi eine kleine Shoppingtour, aber keine Lebensmittel. Wobei Hamster kann man jetzt auch als Lebensmittel fast bezeichnen, ne? So, es ist bewölkt und regnerisch heute. Wir schnappen uns einfach mal hier den da. Ah ja, das ist heute, ne? Gestern gab es auch wieder alles an Wetter. Von Platzregen über, ja, auf jeden Fall war so oder so Regenschirmwetter. So oder so. Ich sag es euch. Ja, wirklich Shopping war es nicht, aber wir waren auf jeden Fall unterwegs. Können ja dann eigentlich auch mal eben hier. Hier war doch so ein. Wo habe ich ihn gesehen?
ihn doch gerade gesehen, bin ich blind. Bitte diese Frage rhetorisch sehen, danke. Date. Der war bei den anderen Kids, bei den... Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich meinte den hier. Ja. Genau. Und danach war eigentlich nur noch WoW und Feierabend. Also auch... Ja, also das hat mich erstmal geschlaucht mit der mit dem neuen Job, ne? Aber das ist ja, glaube ich, auch klar. Ist ja, glaube ich, auch klar. Kann man eigentlich fast noch mal so einen Sticker reinmachen, ne? Gucken wir doch mal eben. Ich bin froh, wenn ich das alles ein bisschen geordneter habe, ich sag's euch. Kann man doch hier so einen schönen hinmachen. So, dann machen wir. Habe ich gestern nicht sogar noch ein Video aufgenommen, fällt mir gerade ein. Habe ich. Ha. Habe ich. Passt nicht wirklich die Farbe, ne? Schlingelt's hier. Aber ich habe gestern noch ein Video aufgenommen. Und zwar das Craft with Me und habe da ganz viel erzählt, wie meine erste Arbeitswoche war. So, aber hier, ja, dann können wir einfach das Video da mit reinnehmen. Genau, machen wir auch. Record. Da ist mir nämlich auch ein Malheur passiert. Und zwar habe ich es zweimal aufgenommen. Zweimal eine Stunde. Das war nicht so schön, sage ich euch. Das war nicht so schön. So. Heute nehme ich auch wieder ein Video auf. Heute habe ich auch gebügelt. Können wir mal gucken, haben wir noch so ein Ding? Eins haben wir noch. Und ich habe abgewaschen. Gebügelt und abgewaschen habe ich heute. So. Und Diamond Painting gemacht. Können wir direkt mal hier ausschneiden. Ich verfluche mich jetzt schon. So, da haben wir den Diamond Painting Sticker. WoW wird natürlich heute auch noch gespielt. Wir waren auch wieder bei Teddy. Aber da haben wir nicht viel eingekauft. Gebügelt habe ich. Dann habe ich, schnappen uns einfach mal hier den hier, habe ich abgewaschen. Meine Abwaschsticker sind bald schon weg. Oh Leute. Abgewaschen. Ein Video aufgenommen. Wir schnappen uns einfach hier den Fernsehsticker dafür. Ein Video aufgenommen. Und zwar dieses hier dann finally. Es ist dann fertig. Plan with me. Und der Rest war einfach tatsächlich, wir waren noch essen, aber das ist ja egal, war noch relativ entspannt. Das heißt, wir können uns eigentlich hier nochmal so einen großen Sticker gönnen. Wobei, wir haben ja sonst immer einen doppelten gehabt, ne? Kriegen wir das hier mit für Hello Fall, passt aber eher noch nicht so richtig. Ja, eigentlich war, ne, das passt eher morgen. Schnappen wir uns hier einen Teekessel, weil bei dem Wetter diese Woche passt auch Hello Fall. So ist es nicht. So, und auf der anderen Seite kommt das Bärchen hin. Ja, das Wochenende quasi. Aber ich glaube, hier ist kein Weekend-Sticker bei, ne? Ich glaube nicht.
Nö, sieht nicht danach aus. Ja, dann gab es heute Nachmittag noch Diamond Painting. Ich lieb's. Die hält ja auch noch einmalig, ne? Hier meine Zange, meine Pinzette, die kriegt also gar nicht mehr gebacken. Und meine nicht mehr vorhandenen Fingernägel auch nicht. Ein Traum. So, Diamond Painting. Und heute Abend gibt es bestimmt wieder ein Ründchen WoW. Weiß ich aber noch nicht genau. Doch, gibt es so oder so. Brauchen wir gleich drüber nachdenken. Diablo oder WoW oder wie? Wird's so oder so. Könnte auch Diablo werden. Ansonsten wird es ein entspannter Abend. Ja, und morgen sieht nicht anders aus. Also morgen wird tatsächlich super entspannt, da wird auch gar nicht viel gemacht. Je nachdem, ob ich, ob mein Mann baden geht, nehme ich vielleicht noch ein Video auf, aber ich glaube nicht, also gehe ich erstmal nicht von aus. Passiert an dem Tag tatsächlich überhaupt nichts. Ich kann sagen, dass abends auf jeden Fall Raid ist. Und mit Sicherheit ein bisschen Crafting dabei ist. Hier Malen nach Zahlen wird dabei sein, ziemlich sicher. Und am Vormittag wird es, glaube ich, noch viel entspannter und einfach gar nicht. Das wird einfach mal ein Tea-Time-Vormittag. Da wird nicht viel passieren. Da brauche ich mit euch dann auch nicht mehr nachdrehen. Das wird ein ganz, ganz entspannter Sonntag. Genau, das ist mein Spread für die Woche. So sah die Woche aus. Endlich mal wieder mit Arbeit. Naja, was heißt endlich, ne? Man kann sich auch gut zu Hause beschäftigen, aber so sah es aus. So wird der morgige Tag werden. Da passiert ja nichts mehr. Ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich wieder was Neues vorbereite. Und ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Eure Thimbletech. Bye, bye.